Hallo, ich bin's Katja von Zwillingsgarn. Ich möchte euch heute zeigen, was wir fertigen. Und zwar diese tollen Topflappen. Meine sehen so aus. Und damit die endlich mal entsorgt werden können nach 10 Jahren, machen wir was Neues. Und zwar, was ihr braucht, ist diesen Stoff. Ich habe einen Möbelstoff genommen, weil der dicker ist. Ihr könnt natürlich sicherlich auch Baumwolle nehmen, aber das ist halt zu dünn einfach und nicht wirklich praktikabel bei oder sollte robuster sein als die normalen. Einmal noch das passende Garn und Thermolan Vlies, und zwar ist das die Vliesline 272. Wir nehmen deswegen dieses Thermolan, weil es hitzebeständiger ist, um euch die Finger nicht zu verbrennen, wenn ihr euren Auflauf aus dem Ofen holt oder einen Kuchen. Was ihr auch braucht, ist ein Schnittmuster. Schneidet es euch bitte gleich in der richtigen Größe zu, das heißt die Nahtzugabe inklusive. Ich notiere es unten auch nochmal in diesen Kommentaren. 17x18 cm habe ich hier gewählt. Für mich einfach am praktikabelsten, um dann richtig drunter zu fassen. Zu klein wäre mir zu tricky. Was wir auch machen, und zwar, ich habe die Henkel etwas größer gemacht, als es normale sind oder als ihr das jetzt hier seht. Das ist mir zu klein und zu knubbelig und nicht griffig genug. Da habe ich jetzt kein Schnittmuster, aber es ist 15x5 cm. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. So, nun werden wir schon mal anfangen zu nähen. Und zwar legen wir uns unseren Stoff schön auf schön. Bitte wieder auch gucken, dass es in die richtige Richtung zeigt, das Muster. Dann legen wir den Thermolan drauf. Den habe ich auch übrigens vorgewaschen, damit er sich nicht verzieht. Und da seid auch bitte vorsichtig, weil wenn man wirklich an einer Ecke ziehen würde, dann würde der absolut an Form verlieren. Also da bitte ganz vorsichtig mit scharfer Schere rangehen. Und nähe, und ich mache das mit Absicht, dass wir diesmal kein schmaleres Vlies gewählt haben, um eine Führungskante, wie in anderen Videos erklärt, zu machen, weil hier brauchen wir überall die Hitzebeständigkeit und dann auch natürlich an den Seiten. Deswegen nähen wir jetzt mit Wendeöffnung. Hier einmal drumherum. Bitte Wendeöffnung breit genug fassen, damit wir nachher auch noch die Henkel reinbekommen. Ich erkläre euch nachher, wo genau sie hinkommen. Jetzt geht's los. Noch ganz kurz, und zwar nähe ich nicht so herum, weil, wie ihr seht, durch den Druck der Naht auch hier verschiebt sich das Thermolan. Deswegen ist es geschickt, von oben die Form des Stoffes zu nehmen, weil der kann ja nirgendwo mal hin, der kann sich keine Bewegung mehr ausüben, das Thermolan schon. Deswegen lieber hier oben, so dass ihr quasi eine Führungskante habt von dem Stoff, entlang nähen. Jetzt werden wir knappkantig abschneiden, auch die Ecken wieder anschrägen. So, wir haben jetzt gewendet. Jetzt nehmen wir noch eine Nadel und arbeiten vorsichtig die Ecken ein bisschen heraus. Ich nehme mit Absicht kein Essstäbchen, weil es mir jetzt des Öfteren auch passiert ist, dass ich zu derb war und die Ecken durch sind. Deswegen. So. Jetzt werden wir die Henkel fertigen. Hier haben wir jetzt dann für zwei Topflappen jeweils das Quadrat 15x5. Wir werden das jetzt bügeln, dann ist es einfacher. So,
hier falten. Einmal so einen Zentimeter. Bügeln uns eine schöne Kante. Dann tun wir dies auf der anderen Seite. Und klappen noch einmal mittig um. Und bügeln wieder drüber. So habt ihr es einfacher, entlang zu nähen und es rutscht euch nicht weg. So, jetzt habe ich es einmal an der Biegekante genäht. Ihr könnt auch gerne beide Seiten nähen, das ist euch überlassen. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht und dann werden wir es fixieren. Hier einfach eine Schlaufe bilden. Ihr seht hier meine Wendeöffnung. Ich lege es jetzt erstmal mittig rein. Und wir ermitteln die Mitte. Das wären jetzt bei mir 8 cm von der Außenkante bis zum ersten Schlaufe, wenn ihr das seht, bis hierhin. Und hier jeweils auch 8 cm. So. Ihr könnt das jetzt hier auch nochmal markieren, damit es euch nicht wegrutscht. So, dann knicken wir leicht um. Wir müssen ja jetzt auch noch die Wendeöffnung verschließen. So, auch hier knicken. Und weil ich ja das markiert habe, sehe ich ja genau, wo es hin muss. Einmal noch. Und somit seht ihr, jetzt können wir einmal rundherum abnehmen, verschließen unsere Wendeöffnung und haben unseren Henkel angebracht. Wichtig ist auch, wenn ihr jetzt den zweiten fertigt, dass ihr bitte auch die Wendeöffnung auf dem gleichen Muster, wie ihr das seht, macht. Nicht, dass ihr das hier an der Seite oder da unten macht, weil dann würde das ja andersrum sein. Also für mich ist das wichtig, wenn ihr von euch das auch wichtig ist, bedacht. So Leute, wir haben es geschafft. Wir haben zwei tolle Topflappen gefertigt. Jetzt habe ich eine bunte Fülle. Nein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und wer nicht so kreativ ist und trotzdem etwas von uns haben möchte, kann bei Etsy gerne schauen. Wir sind auch dort vertreten.